Welche Lebensbedingungen kann man erreichen, wenn Ehrgeiz ein treuer Wegbegleiter ist? 2 Tage lang begleiten wir Christian Eckerlin und bekommen gezeigt, warum ein aufregendes Leben kein Glücksfall ist. Als Mittelpunkt der deutschen MMA-Szene, Table-Dance-Betreiber und erfolgreicher YouTuber beeindruckt er Hunderttausende von Menschen. Welche Menschen haben zu seinem Erfolg beigetragen? Welches Gedankengut hat ihm im Leben zu bemerkenswerten Errungenschaften verholfen? Was ist sein Antrieb im Leben? Und vor allem, was kann man aus seiner Lebensgeschichte lernen? Das ist Spirit Stories Episode 1. 50 Kilometer abseits von Frankfurt genießt das Familienleben die harmonische Intimität der ländlichen Region. Das Anwesen ist das Ergebnis von gemeinsamen Anstrengungen, die als Familie über viele Jahre geleistet wurden. Ein optimaler Rückzugsort, der nicht nur erlaubt, Kräfte nach dem harten Alltagskampf zu tanken, sondern auch für heranwachsende Kinder ein Paradies darstellt. Der frühe Morgen beginnt allerdings mit kleinen Startproblemen bei Familie Eckerling. Man kann nicht alles können. Hinsetzen, anschnallen, abfahren. Schatzi, mach mal rein. Kurkuma, das ist sowas, wenn man sich nicht ein bisschen kränklich fühlt. Mein Bruder gibt dir ein bisschen Ei. Ein bisschen? Ja. Ich glaube, das Ei ist lecker. So, wo ist dein Ei, Maximi? Ja, ich wollte schon immer Kinder haben, auch schon früher, wie es eigentlich geplant war. Ich bin erst Vater geworden mit 28. Die Frau hat da nicht so richtig mitgespielt. Die wollte noch ein bisschen leben, sage ich mal. Aber jetzt im Nachhinein bereut sie es auch, dass wir es nicht 2, 3 Jahre früher gemacht haben. Aber gut, ist egal. Wir sind jetzt da, die 2, und er freut uns sehr. Ei? Möchtest du Ei oder meinst du die Karotte? Das ist hier faul. Nee. Nee. Es ist schön, mit der Familie aufzustehen, am Frühstückstisch zu sitzen. Ist ja ganz klar. Guck dir die 2 an hier, wenn du da in die Gesichter guckst. Das ist das Schönste, was es gibt. Bei der Frau ist manchmal was anderes. Nein, aber das ist doch bei der Zeit, wo, also wenigen Zeit, wo ich eh hier bin, ist es umso schöner, dann mit denen zusammen zu sein. Wir hatten ja das gleiche Ziel so vor Augen. Im Bezug auf Familie hat er immer von Anfang an auch gesagt, er möchte früh Familie gründen. Er war auch derjenige, der auch vom Heiraten auch gesprochen hat. Das hat mich auch gefreut. Oder was man ja heute, gerade jetzt heute irgendwie auch nicht mehr so oft hört, dass die Männer ja irgendwie ein bisschen heiratsscheu sind. Also bin ich schon froh und hat einfach gepasst, dass wir die gleiche Ansicht haben. Heutzutage ist es so schwer, wenn ich meine ganzen Kollegen sehe, die haben ja da links, rechts, das ist ja Wahnsinn alles. Also da kann ich sagen, danke lieber Gott, dass er mir so eine Familie geschenkt hat. Die Frau ist Wahnsinn, die kümmert sich um alles, die Kinder sowieso. Die ist eine super Mutter, bessere Mutter gibt es glaube ich gar nicht. Also für mich habe ich noch nie gesehen. Aber auch alle Rahmendinge, was außenrum ist, ob jetzt speziell, wenn ich eine Diät bin, meine Laune und alles, was die mitmacht, muss man schon einen Hut vorziehen. Und wie gesagt, also die macht meine Finanzen, macht alles, was ringsrum ist. Ich muss mich um nichts kümmern und das muss man einfach Danke sagen. Wir bauen einen Turm und holen einen Wurm. Der gute Umgang mit Kindern ist eine wichtige Investition in die Zukunft. Kinder dürfen die berechtigte Erwartung haben, dass man sie gut behandelt. Dominik ist eine vorbildliche Mutter, doch wie entdeckt man so eine Frau? Eine geile Geschichte. Mein heutiger Schwiegervater hat mir gesagt, hier müsste ein Auto nach Ibiza gefahren werden. Habe ich gesagt, ja, mache ich, ist kein Problem. Komme in Ibiza an. Das war wirklich ein Aufzug, da habe ich gerade reingepasst mit 2 Koffern. Will in den 4. Stock fahren und auf einmal bleibt das Ding hängen. Bleibt stecken und es war gefühlte 40, 50 Grad, glaube ich, in dem Aufzug. Da war ich, glaube ich, eine halbe Stunde drin, bis er dann wieder. Ich war nass geschwitzt bis auf die Unterhose und sie macht mir die Tür auf und die guckt so. Ich habe da auch schon trainiert, war schon ein guter Klotz, weißt du. Und
Nee, und so haben wir uns das erste Mal gesehen. Das erste Mal gesehen habe ich ihn, wo er in einem Aufzug stecken geblieben ist, in einem Urlaub. Da war ich natürlich erst geblendet von seinem Oberkörper, kann man so sagen. Unser Kennenlernen generell war ja schon lustig. Wir haben uns ja, sage ich jetzt mal, die ersten Monate immer heimlich getroffen. Auf jeder Raststätte. Wir haben alle Raststätten durch hier in der Umgebung, auf der Autobahn. Ich komme ja hier von ein bisschen außerhalb von Frankfurt und er kam ja aus Frankfurt. Und dann, wie gesagt, waren wir uns immer jeden Abend auf irgendwelchen Raststätten nochmal getroffen und haben lange gequatscht und es war einfach eine schöne Zeit. Wir waren ja auch noch mega jung, wir waren Anfang 20. Ja, da war eine coole Socke. Wie sieht die denn da aus? Die ist frisch auf die Welt, das erste Foto von euch. Nach dem Frühstück versammelt sich die Familie traditionell auf der Couch und schaut den Kindern beim Kindersein zu. Guck mal beim Pottfahren. Was machst du? Oh, das ist die Eule. Du Eule. Manchmal ist es besser, die Kinder nicht in irgendwelche Richtungen zu drängen, sondern einfach machen zu lassen. Natürlich Hilfestellungen zu geben, vielleicht einen guten Rat noch mitzugeben, aber am Ende ist es der eigene Kopf, wie die entscheiden. Und so habe ich es erfahren und durchlebt. Gott sei Dank ist es gut gegangen, alles. Es hätte ja auch anders laufen können, dass, keine Ahnung, viele Sachen im Sport jetzt nicht, große Verletzungen oder sonst irgendwas. Das spielt alles auch eine Rolle. Aber speziell zu den Kindern natürlich, ich versuche in allen Lagen ihnen zu helfen, wo ich kann. Und das werde ich bis zum mein Lebensende machen. Samstag steht Sparring auf dem Trainingsplan. Nachdem die Familie den Morgen miteinander verbracht hat, muss Christian seine Tasche packen und nach Frankfurt abfahren. Die Kinder bleiben in seiner Nähe und genießen die letzten Momente mit ihrem Vater, bevor er erst nachts wieder heimkommt. Die Lust vergeht eigentlich nie am Training. Natürlich gibt es Momente, wo es schwer sind, wo man sich vielleicht da ein bisschen mehr motivieren muss. Aber im Grunde, wie gesagt, ich bin mein Leben lang Profisportler. Ich weiß, was dazugehört. Und deswegen ist nicht immer schön, aber die meiste Zeit ist schön. Ernsthaftes Athletentum setzt voraus, dass keine Selbstmotivation für das Absolvieren von Trainingseinheiten mehr benötigt wird. Seit fast 2 Jahrzehnten erfüllt Christian diszipliniert ein enormes Pensum an Training. Vom Profifußballer zum Boxer und vom Boxer zum MMA-Kämpfer. Die Hingabe zum Sport ist mittlerweile tief intrinsisch verankert und ermöglicht das Erreichen von Errungenschaften verschiedenster Art. Das Streben nach Stärke oder Geltung steht schon lange nicht mehr im Fokus. Nach so vielen Jahren sieht er sich in der Verantwortung, den Sport in Deutschland bedeutsam größer zu machen. Was hat ihn aber den Anreiz gegeben, seine Fähigkeiten zu erforschen? Hat ja damals angefangen, nach den ersten 2, 3 Hauereien mit Freunden, wo die gesagt haben, boah, ist ja krass, warum gehst du nicht mal in den Boxclub hier um die Ecke bei uns damals? Was ich auch dann später gemacht habe, ja, und dann bin ich durch die harte Schule gegangen. Ne? Da waren viele Russen da, mit denen ich auch später dann feiern gegangen bin, wo es auch immer weitergegangen ist. Gab es noch eine oder andere Sparringseinheit dann in der Diskothek. Alle diese Erfahrungen, was ich da mitgenommen habe, das bin ich ja jetzt, ja, im Endresultat. Ne? Ich meine, ich bin noch nicht am Ziel, meine ganzen Sache. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil, wo ich jetzt bin. Also ich sag's ganz so, wie ich das denke. Dieser Weg hat mich einfach hart gemacht in Bezug auf Kampfsport. Eine Schlüsselfigur im Leben von Christian und in der deutschen MMA-Szene ist Nils Schlegel. Vor fast 15 Jahren setzte er den Grundstein für das MMA-Spirit und eröffnete damit ein bedeutsames und erfolgreiches MMA-Gym in Deutschland. Ein hochkompetenter Manager, der geschäftlich sehr versiert ist und wichtige Themen mit großem Tiefgang behandeln kann. Seit fast 20 Jahren besteht die Freundschaft. Wenige Leute kennen Christian so gut wie Nils. Nach so langer Freundschaft fällt es ihm leicht, einen spannenden Rückblick über Christians Anfänge zu geben. Ich finde es spannend. Ich finde es spannend, wie ein so junger Mensch, ich habe ihn ja in sehr jungem Alter kennengelernt, diese Begeisterung für den Sport im Allgemeinen, nicht nur für Kampfsport, sondern generell für Sport und für Athletik, sich beibehalten hat über diese ganze Zeit, über viele, viele Schwierigkeiten hinweg, durch viele Verletzungen hinweg. Und das ist etwas, was man leider nicht sehr, sehr oft sieht. Ich bin selbst im Kampfsportbereich seit weit über 20 Jahren tätig und ich habe so viele Menschen kommen und gehen sehen, die das auch teilweise jahrelang betrieben haben, aber eine solche lange Dauer auf diesem Niveau mit dieser Einstellung, mit dem gleichen Mindset durchzugehen, ist immer bewundernswert. Gerade in einer Zeit, in der er angefangen hat mit diesem Kampfsport,
Da ging es nicht um Ruhm, da ging es nicht um Geld, da ging es tatsächlich, konnte es auch nur um die Liebe zu diesem Sport selbst gehen. Und die Faszination dafür hat er sehr, sehr schnell gefunden. Obgleich er ja mit dem Boxen angefangen hat, ist er im Prinzip, als er in Berührung mit MMA gekommen ist, direkt infiziert gewesen. Und diese Liebe hat er sich beibehalten und das ist der Grund, der ihn da vorantreibt. Und vor allen Dingen, weil er weiß, was ihm dieser Sport gegeben hat. Und das ist eine Sache, die er auch weiterhin nach außen tragen möchte. Gerade jetzt in der Verantwortung, in der er sich selbst befindet, andere Menschen positiv beeinflussen zu können, dazu zu bringen, auch ihr Leben dem Sport zu widmen. Ob das jetzt als Profisportler, Amateursportler ist oder einfach Hobbysportler, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle, sondern die Faszination, seinen Geist und den Körper kennenzulernen, auch in Extremsituationen. Ich komme aus einer Erkältung oder Krankheit. Erste Training heute seit letzter Woche Mittwoch. Ja, schon. Aber es ist immer selber. Ohne MMA, ja natürlich, ich denke, dass ich noch wilder, noch aggressiver durchs Leben gegangen wäre, denke ich, wie es halt damals war. Das war ja wirklich von Donnerstag bis Samstag war das nur eine Rauferei, eine Schlägerei, eine nach der anderen. Wenn ich nicht MMA hätte, hätte es sich so in meinem Leben weiter fortgesetzt. Ne? Ich hätte keine Ziele vielleicht gehabt, im Business ja, aber im Sport dann halt nicht. Fußball ist bei Geschichte gewesen. Durch das MMA habe ich dann auch natürlich die Disziplin zu dem Kampfsport auch natürlich zu anderen Leuten ganz anders. Ne? Das ist auch so eine Sache, wo ich mir dann denke, hier, was soll ich denn da draußen mich jetzt noch rumhauen? Ich habe ein Ziel, werde dafür bezahlt und gut bezahlt. Und das, ja, ohne wäre schon, glaube ich, sehr asozial gewesen. Ja. Es gibt keinen Menschen, der einen Großteil seines Lebens dem Sport gewidmet hat und keine wertvollen Erkenntnisse über die eigene Person schöpfen konnte. Wer im Sport beständig bleibt, wird immer belohnt. Reichlich. Gegeben hat es mir natürlich viel. Ich bin durch die Welt gereist, habe überall trainiert, habe viele Leute kennengelernt. Was meine Persönlichkeit verändert hat in dem Moment, ist auf die andere Frage zurückzuführen, dass ich ruhiger geworden bin, dass ich mich nicht mehr gehauen habe so viel. So Sachen hat mir das gegeben. Und natürlich eine Kameradschaft ist auch ganz klar. Ich bin mit den Leuten über 15 Jahre, mein Manager Nils oder Daniel oder jetzt die alle aufzuzählen wäre zu viel, aber das ist der Grund, wo ich angefangen habe, Nils und Daniel. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Nicht jetzt auch vom Finanziellen will ich weggehen, aber von meiner Persönlichkeit, von meiner Lebenseinstellung, das hat sich alles dadurch geändert und im positiven Sinne. Da ist das kleine Pummelchen. Hast du Glück, ich weiß nicht. Ja, man kann einfach im Training nicht immer Bestleistung abrufen. Aufgrund der Erkältung, jetzt heute hat man es bei mir gesehen, ich war ein bisschen kaputt, ein bisschen weniger gemacht wie sonst. Aber man muss auf seinen Körper hören und das ist das Wichtigste, die Gesundheit. Man darf das auch dann auch nicht so eng sehen, dass dann weniger gut läuft, sondern das darauf aufbauen, was man gemacht hat. Und das Wichtigste, wie gesagt, ist die Gesundheit. Und das muss im Vordergrund stehen. Erfolgsgeschichten können meistens nicht alleine geschrieben werden. Freunde, die spannende Ideen anführen, Vertrauen in einen investieren oder Inspiration übertragen, sind oftmals für das Erreichen von beachtlichen Zielen mitverantwortlich. Wer ebenfalls eine wegweisende Rolle im Leben von Christian eingenommen hat, ist sein langjähriger Freund und deutsche MMA-Ikone Daniel Weichel. Erneut Vater geworden, genießt er das zurückgezogene Leben im Mittelgebirge Südhessens. Eine Freundschaft, die vor 15 Jahren in der damals unbekannten deutschen MMA-Bewegung startete und bis heute, nachdem beide die große internationale Bühne betreten haben, anhält. Was bei Christian halt immer so gleich geblieben ist und was auch eigentlich das Coole ist, so seine Art, seine Grundart, so seine Ehrlichkeit, seine Offenheit, die Loyalität als Freund, das ist sowas, was so wie so ein roter Faden geblieben ist und was ich so als Freund, sage ich mal, absolut schätze. Ja? So, ich meine, genauso wie mit dem Kampfsport, als ich angefangen habe, viele Leute kommen und gehen, genauso ist es im Leben,
von jedem Freunde kommen, gehen oder wie auch immer. Und ja, diese Konstante ist bei ihm einfach geblieben. So Loyalität und Freundschaft ist hoch geblieben. Das Entscheidendste, was er mitbringt, ist auf jeden Fall Disziplin und Willensstärke, weil meiner Meinung nach ohne diese zwei Eigenschaften wird es ziemlich schwer, zum einen lange dran zu bleiben und zum anderen erfolgreich zu sein. Weil in der Kämpferkarriere, ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt immer Höhen und Tiefen. Es muss jetzt nicht mal an dem Wettkampf direkt liegen. Der eine Tag ist gut, der eine Tag ist schlecht. Im Training, im Wettkampf, wie auch immer. Und darüber hinaus zu gehen und weiterzumachen, das macht dann eben die Disziplin oder Willensstärke eben aus, die man hat oder nicht. Bei fast jedem Kampf, den Christian bestritten hat, stand Daniel ihm am Ring beiseite. Foto- und Videomaterial aus der Vergangenheit zeigen die Anfänge beider Athleten. Das müsste so, ich glaube, mein 21. oder 22. Geburtstag gewesen sein. Ihr seht, ein paar Jahre sind vergangen seitdem. Das Bild ist, müsste nach Christians erstem Kampf gewesen sein. Sind alle happy, gewonnen. Genau, das Bild war in Rumänien. Da hat Christian gerade Gewicht gemacht. Waren wir im Hotelflur haben wir Pratzen gemacht und gerade ist er hier beim Nachspitzen zwischen den Runden. Hier seht ihr auf jeden Fall, dass die Bedingungen auf jeden Fall ein bisschen gewandelt haben zu heute. Heute haben wir brutale Aufwärmräume, alles was man braucht, Matten auf dem Boden sind hier. Und damals sind wir halt in den Hotelflur gegangen, haben gehofft, dass es warm genug ist, um zu schwitzen und haben Pratzentraining gemacht. Ja. Das Siegesbild im Prinzip nach KSW. Richtig geil. Ja. Freude, Emotionen pur. Ja. Riesenbühne, ja. Geile Veranstaltung. Sieg eingefahren. Richtig brutal. Zurück in Frankfurt im Steakhouse eines Freundes. Treue Kameradschaft hat für Christian einen hohen Stellenwert. Über die Jahre hat sich ein fester und loyaler Vertrautenkreis gebildet, mit dem fast täglich Zeit verbracht wird. Bin jetzt 200 Gramm Medium ohne Butter? Die meisten Menschen in seinem Umfeld umgeben ihn schon über 10 Jahre. Beziehungen über einen so langen Zeitraum pflegen zu können, spricht für eine ausgereifte Menschenkenntnis und einen respektvollen Umgang untereinander. Schöne kalte Schmangel, aber meine Haut keine Sahne, da ist, schwöre ich, die knallt es heute aus allen Rohren. Was? Ich will es selber haben, aber mit sehr viel Liebe. Zelt abgerissen. Das wär ja ein Wunder, wenn du nicht das selber haben möchtest. Hier, für mich auch. Zufriedengestellt mit einem Kaiserschmarrn geht's zur Arbeit ins Bahnhofsviertel. Warum hast du dir keine andere Farbe geholt? Da könntest du auch Taxi spielen können. Du Schaukel, Schorsch, du! Schaut sie jetzt. Am Bahnhof angekommen, wird es, wie gewohnt, direkt brisant. Fahr doch, Mann, ey! Steig in dein Auto ein, Mann! Steig in dein Auto! Guck. Ja, geh rein, Land, du. Guck mal, soll ich rauskommen? Du, fahr rein, du. Das Frankfurter Bahnhofs- und Rotlichtviertel ist deutschlandweit bekannt. Ein Ort, der kontinuierlich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten regelmäßig Schlagzeilen macht. Einst bekannt als geschäftiges Viertel mit vielen aufstrebenden Restaurants, Bars und Clubs, stehen heute vor allem Gewalt- und Drogendelikte medial im Vordergrund. Intentionen der Besucher variieren. Sex im Laufhaus, ein lustiger Abend im Table Dance oder, oft ungewollt, ein One-Way-Ticket in die Drogen-Community. Seit seiner Jugend ist Christian dort beruflich eingespannt und kennt die Dynamiken dort. Ein hartes Pflaster, welches den Charakter schärft. Jo, jo, jo. Schönen guten Morgen.
Wie geht's dir? Lange wird's ja nicht gesehen. Das ist ein stabiler Weg. Schönen guten Abend. Kommen Sie rein. Rotlicht hat mich reich gemacht an Erfahrung. Ja. Also die Erfahrung, was ich so... Ich bin ja jetzt nicht der Älteste. Ich meine, ich bin jetzt schon fast 15 Jahre so in nicht in dem, was ich jetzt betreibe, sondern ich war an der Tür, habe am Bahnhofsviertel an der Tür gearbeitet. Das hat mich reich gemacht als Mensch und Person. Dieses, sag ich mal, der finanzielle Teil. Ja, das, natürlich kommt das auch, es ist auch ganz klar, aber dass ich jetzt reicher Mensch bin oder sonst irgendwas. Ich bin ganz normal, ich bin zufrieden. Ich kann meinen Kindern, meiner Frau was bieten. Hab zu essen, zu trinken und das ist für mich so, kann mir das eine oder andere natürlich mehr leisten, wie vielleicht andere Leute. Hallo, hey, wo kann ich hier, wenn ich starte? Was? Genau so. Komm, tanz mal vor, du hast nein, gute Körper für den Tanz. Nein, heute nicht. Und dann? Dienstag machst du. Wie geht's Ihnen denn? Schönen guten Tag. Das ist ein Chef, ne? Das macht doch keiner. Ja, jeder Einzelne hier begrüßen, oder? Was, Bruder? Spielen. Der Christian hat, glaube ich, den riesen Vorteil, der hat ja auch von relativ weit unten angefangen, würde ich vielleicht jetzt so sagen. Der ist ja jetzt nicht irgendwie aus einer wohlhabenden Familie entstanden, sondern der hat sich halt nach oben gekämpft. Und wenn du dich von unten nach oben gekämpft hast, dann weißt du es halt auch irgendwie anders zu schätzen, weißt du? Er macht es besonders gut, dass er sich natürlich auch ausguckt, wem er was für eine Position überlässt, dass die Leute halt natürlich an den richtigen Positionen das auch wieder richtig weitergeben. Wenn der Christian jetzt merkt, dass da irgendjemand irgendwo ist, der auch andere Leute unterdrückt und so, das lässt er nicht so zu. Aber er lässt sich halt auch nicht auf der Nase rumtanzen. Also da zieht er schon einen klaren Strich. Und es ist halt immer so, der Christian ist halt lustig. Das muss man dazu sagen. Das macht natürlich ein ganz angenehmes Arbeitsklima dann halt. Jawohl, Alter. Bisschen Musik fehlt noch. Die sollen schon mal die Musik, die DJ. Ja, das andere, was ich noch dazu ergänzen muss, ist natürlich auch der Freundschaftskreis, den ich habe. Ist ja nicht jetzt nur eine reine Freundschaft. Ich meine, die meisten sind ja bei mir angestellt und arbeiten ja für mich. Aber die ist ja natürlich dann auch so, ich bin mein halbes Leben mit denen zusammen, dann ist es, als würde ich da sitzen. Und das ist bei vielen Firmen oder sonst irgendwas, ist es nicht gegeben. Ich kann mich auf die 100% verlassen. Da weiß ich, dass ich, wenn ich was sage oder veranlasse, dass das im geschäftlichen Sinne so geregelt wird, so wie ich das mir vorstelle. Die Leute kennen mich. Und das ist so eine Sache, was nicht so jeder hat. Und schwer zu finden ist. Aber darauf bin ich natürlich auch stolz und das ist auch ein Teil meines Erfolges im Leben. Das ist nicht, dass es nur von mir alleine gekommen ist, sondern auch viele Aspekte. Die Familie hat mir geholfen, Schwiegervater sehr und. Natürlich der Freundschaftskreis, die mich dann in dem Moment gepusht haben. Ne? Sonntag ist Familientag. Ich könnte mich gerade reinfallen. Mach. Ein starker Kontrast zum Vortag. Ja, auf jeden Fall ist der schönste Tag für mich. Alleine, dass ich mal den ganzen Tag zu Hause bin mit den Kindern zusammen. Das, wie gesagt, Training ist immer hart, geschäftlich ist immer hart. Ja, und hier ist einfach der Tag, dann der Sonntag, wo ich dann so wie im Urlaub bin, ne? Dass ich da einfach runterkomme, abschalten kann und ja, die größte Kraft mit den Kindern zu spielen und so weiter, was ja unbezahlbar ist. Ne? So. Ja, Maxim hat sich eine Quadfahrt gewünscht und dann gehen wir jetzt raus bei der Eisekälte. Trotzdem mal eine Runde Quad fahren. Was haben die denn hier gemacht, Alter? Das gibt's doch überhaupt nicht. Die
Rolle eines Vaters findet sich im Führen, Fordern, Entdecken, Ermutigen und Bestärken wieder. Er ermöglicht den Kindern vielseitige Erfahrungen, gibt Orientierung und befördert Mut und Kraft. Aber auch für den Vater selbst ist es eine Möglichkeit, sein eigenes innerliches Kind zu erleben und authentische Gefühle zu verspüren. Wer beruflich stets eine starke Position ausstrahlen muss, erfreut sich über eine angemessene Dosis Spaß mit den Kindern, ohne Erwartungen und Forderungen von anderen Menschen aus dem Berufsumfeld annehmen zu müssen. Ja, jetzt grillen wir und danach wird bei dem schönen Wetter gegessen. Leider nicht draußen, ist ein bisschen zu frisch. Aber ich bin ja der gekrönte Grillmeister. Von daher seht ihr ja hier, guck mal. Boah, total. Sie sind sogar schon gut, guck mal. Ich mache einmal auf. Das, sowas kann man halt nicht lernen. Ja, wir essen jetzt mit der Familie, wie jedes Mal, sonntags. Und dann gehen wir mit den Pferden raus. Oder mit einem Pferd. Heute. Und die anderen zwei, wir haben ja ein paar Invaliden hier, zwei Stück. Deswegen nehmen wir nur ein Pferd, glaube ich, heute mit. Hier, Maximilian, kannst du dir dann Öl drüber machen? Ja, du kriegst auch Kartoffeln. Und jetzt gibt die Mama dir Fleisch. Böse. Bisschen, ja. Schmeckt's dir? Kriegt die Mama auch was von dir? Das ist mein Pferd. Ja, gib ihm eine. Echt? Ja. Nicht so gut. Ich muss eine andere nehmen. Ich mag den Hufauskatz. Mama. Ja. Wer? Gut, lass, Schatz. Maximilian, setz dich richtig hin. Bin richtig. Nein, Rücken gerade. Rücken gerade. Lebensweg ist. Man darf nie aufgeben, man muss seine Ziele immer knallhart verfolgen, diszipliniert sein und dann kann es jeder schaffen. Ich komme von nichts, also wirklich von null. Zwar habe ich Fußball gespielt, klar, habe ein bisschen Geld verdient, aber danach war Zero angesagt und ich musste von null wieder anfangen und wie gesagt, das kann jeder schaffen, der an seine Ziele oder Träume glaubt und so habe ich das mein Leben lang durchgezogen. Und bis jetzt, Gott sei Dank, ist alles so gekommen, wie ich mir das erträumt habe. Ja. Das andere ist natürlich der Freundeskreis. Ich bin seit Tag 1 mit den meisten. Und natürlich, das ist auch eine große Hilfe für mich gewesen. Dieser Zusammenhalt und alles, was da noch dazugehört. Aber wie gesagt, alleine hätte ich das nie schaffen können. Und deswegen ist auch ein großer Dank und großer Respekt an die Leute, die schon jahrelang an meiner Seite sind. Ne? Ja, deshalb würde ich jeden ans Herz legen oder raten, sich seinen Freundschaftskreis sehr gut auszuwählen. Mit dem fällt man oder bleibt man stehen. Ne? Das ist so eine Sache. Abschließend kann ich dazu sagen, dass der Sport mir eigentlich alles gegeben hat, aber mein persönlicher Ehrgeiz natürlich noch mehr wie alles andere. Natürlich ist es so, dass Christian Spaß an schönen Dingen hat und das auch genießt. Aber was für mich viel entscheidender ist, ist, dass er ein Mensch ist, der sein Umfeld nicht vergisst, der an andere Menschen denkt, der die Liebe zum Leben mit anderen teilen möchte
Und was viele, viele nicht wissen, aber was ich denke, das ist hier so eine generelle Diskussion, die geführt wird, inwieweit man publik machen sollte, wenn man anderen Menschen hilft, sie unterstützt. Ich bin der festen Überzeugung, dass man besonders in einer Position, wie er sich befindet, über so etwas sprechen sollte. Denn er hat schon vielen, vielen Menschen in unterschiedlichen Situationen geholfen. Sei es Menschen oder besonders Kinder, die an schweren Krankheiten leiden. Oder wenn man einfach sich nur irgendwo auf der Straße bewegt und irgendein Hilfsbedürftiger da ist, dann wird Christian immer jemand sein, der die Hand ausstreckt, der unterstützt, der hilft, der sich darüber nicht lustig macht, sondern versucht, das, was in seinen Möglichkeiten eben in dem Moment besteht, auszunutzen und zu unterstützen. Und ich freue mich auch da an dieser Stelle sehr darüber, wie er sich, was das angeht, noch weiterentwickelt hat und natürlich auch durch seine Einstellung in Bezug zu seiner eigenen Familie, da greift es und genau weiß, wie toll es ist, auch geben zu können.